Lass mich kurz nachdenken. Offen gestanden wäre ich dankbar, wenn jemand in meinem Interesse die Gespräche mit den wichtigen Personen der Insel, des Königreichs und was damit dranhängt, leitet. Jemand, der über mehr Fingerspitzengefühl verfügt und Akzeptanz in der Gesellschaft genießt. Ich kann sehen, was sich machen lässt. Dafür müsste ich jedoch erst wieder mit dem Fürsten sprechen und meinen alten Titel zurückfordern. Denkst du, dass der Fürst dir Glauben schenken wird und die Angelegenheit akzeptiert? Bedenke, dass du dich im Zweifel nur auf mich oder Margus berufen kannst. Ich gehe davon aus, aber dazu muss ich erstmal zu ihm. Dies sollte ohne Schwierigkeiten machbar sein. Was denn? Einfach so? Kein Aber und kein weiteres Abenteuer am anderen Ende der Welt? Sehnst du dich denn danach? Ein solches Unterfangen ist zur Findung seines Selbst und der Welt geeignet. Gerade in deinem Zustand. Nein, sicher nicht. Der Sumpf war schon genug. Nun, keine Weltreise. Ein guter Fußmarsch wird genügen. Wie dir ja bekannt ist, soll das Buch aus dem Sumpf hierher gebracht werden. Diese Luftakrobatenaktion, ich erinnere mich. Nenn es, wie du es für richtig erachtest. Der Punkt ist vielmehr, dass sie sich in einem Maße Zeit genommen haben, der nicht mehr vertretbar ist. Ich habe Martinus diese Gruppe suchen lassen, jedoch habe ich auch von ihm keine Rückmeldung erhalten. Es wäre wichtig, dass du dich auf die Suche machst und sie unverzüglich mit dem Buch hierher bringst. Du hast schon mehr für mich getan als nahezu jeder andere. Ich werde sie finden und die Sache beenden. Hast du irgendeine Idee, wo sie sein könnten? Sicher nicht, sonst wäre ich dem bereits nachgegangen. Nun, verschwunden können sie ja nicht sein. Ich mache mich auf den Weg. Nee, das hatten wir alles schon irgendwann mal. Ah, geheilt wurde ich nicht, natürlich nicht. Warum auch? Ja, heilen. Wer braucht schon Heilung? Na, schau an. Du lebst ja noch. Dasselbe könnte ich von dir sagen. Hast ja da unten mächtig was aufgeführt. Nur mal aus Interesse. Wie kommt man auf die selten dämliche Idee, so ein Artefakt einfach ausgraben zu müssen? Was kommt jetzt? Die nächste Moralpredigt? Falls ja, dann kann ich gerne drauf verzichten. Nein. Lediglich der Hinweis, dass Margus sich nicht immer aus der Scheiße ziehen kann. Stell mich nicht als Trottel hin. Führe dich nicht auf wie einer. Herzlichen Dank für diesen nutzlosen Hinweis. Hast du noch mehr? Wenn du jemals wieder als Botschafter wem in den Arsch kriechen willst, mäßige deine Worte. Sonst dürftest du schon binnen dieses Monats unter der Erde liegen. Mal kurz was nachprüfen. Ich vermute nicht, dass das funktioniert, aber hey. Es lädt heute so schnell und funktioniert so gut. Da kann man es mal ein bisschen herausfordern. Da ist das Buch. Ich stehe drauf. Nö. Ist denen völlig egal, dass das Buch da liegt. War ja klar. Dürfe ich mich von jedem dumm anmachen lassen, dass ich das, was ich tun musste, getan habe. Geil. Immer wieder schön. Das ist jetzt aber nicht verabschiedet, oder? Nee, okay. Temple hätte noch viel schneller. Ich verstehe so. Hey, du hast sonst nichts mehr zu sagen? Nein, gut. Ist hier noch irgendwas? Er ist noch hier. Hey du. Hallo Margus. Na, danke für das Gespräch. War sehr aufbauend. Was macht denn der Schalter hier? Ah, ich verstehe. Diese verdammten Ratten. Naja, egal. Du kommst gerade richtig. Wofür?
Ich bin gerade dabei, einen neuen Zauber zu testen, den ich in den alten Schriften der Bibliothek gefunden habe. Laut Beschreibung des Verfassers soll es eine Verwandlung in einen antiken Drachen sein. Interessant. Klingt aber auch gefährlich. Stimmt, ist es auch. Da ich es beim ersten Lesen selbst nicht glauben konnte, habe ich mich tiefer eingelesen und fand spannende Informationen, die wohl schon seit Äonen in diesen alten Schriften schlummern. Wenn die Beschreibungen stimmen, dann kann eine Verwandlung in einen Drachen eine mächtige Waffe sein. Eine, die dir auf deinen Abenteuern noch von großem Nutzen sein könnten. Jedoch ist aber auch ein Wort der Warnung vonnöten. Wenn deine magische Kraft nicht ausreicht, so könnte es vorkommen, dass du in verkrüppelter Form zurückverwandelt wirst. Weiterhin sagen die Schriften, dass ein unbedachter Nutzer innerhalb von wenigen Sekunden seine ganze Magie verbrauchen kann, ohne einen wirklichen Nutzen aus der Verwandlung ziehen zu können. Wozu brauchst du mich? Soll ich für dich schon wieder den Verwandlungszauber testen? Aber nein, doch. Obwohl, eigentlich irgendwie schon. Also bin ich wieder einmal die Versuchsratte. Keine Sorge, in diesem Fall hast du ja hier unten eine sichere Umgebung. Hier wird dich niemand angreifen. Ich bin interessiert. Was habe ich zu tun? Das Problem ist, dass ich die Spruchrolle noch nicht geschrieben habe. Kannst du mir beim Besorgen der Zutaten helfen? Bleibt mir was anderes übrig? Wenn du sie nicht herzaubern kannst, dann nicht. Vielleicht kann der Conservatio das. Spotte nicht. Der Conservatio ist mächtig, aber selbst er ist kein Gott. Was ist jetzt zu tun? Für die Zubereitung sind neben drei Drachenwurzeln, einer Zunge eines Feuerwarans und 12 Feuerwurzeln auch noch die höchst seltene Drachenseele notwendig. Eine was? Eine Drachenseele? Davon habe ich noch nie gehört. Das habe ich auch nicht, bis ich es in diesen Schriften gelesen habe. Angeblich saugen diese Pflanzen die ätherische Macht der Drachen auf, was sie so überaus wertvoll macht. Leider gibt es keine Bilder von dieser Pflanze, weswegen sie auch noch nicht von der Akademie kategorisiert wurde. Und wie soll ich eine Pflanze finden, die ich noch nie gesehen habe und nicht weiß, wie sie aussieht? Zum Glück habe ich eine prägnante Beschreibung gefunden. Es heißt, die Drachenseele sieht aus wie der Kopf eines Drachen. Na gut. Meine Mutter hat mir damals Bücher über Drachen vorgelesen. Ich dürfte also wissen, wie ein Drache aussieht. Das ist immerhin ein Anhaltspunkt. Wo finde ich eine Feuerwaranzunge? Entweder du klapperst die Händler ab, oder du erlernst das Ziehen solcher Trophäen bei einem Jäger. Und Drachenwurzeln? Die wachsen überall. Du musst dich nur gründlich umsehen. Habe ich nicht sogar schon eine Zunge? Wo finde ich eine Drachenseele? Das ist der schwierigste Teil. Laut Legenden aus anderen Überlieferungen halten sich Drachen vorwiegend in ihren Bruthöhlen auf. Manche jedoch verteidigen gerne eine alte Ruine, in der sie ihre Schätze horten und sie an alte, ruhmreiche Schlachten erinnern. Mehr kann ich dir dazu nicht sagen. Ich schätze, du wirst die ganze Insel absuchen müssen. Eine Drachenwurzel habe ich übrigens zum Verkauf. Willst du mich jetzt verarschen? Ich habe die Sachen dabei. Sehr gut. Die Drachenwurzeln sind essentiell. Du hast noch nicht alles beisammen. Was hast du? Schau selbst. Drachenwurzeln. Habe ich dem nicht 3 eben gegeben? Ich habe ihm 3 gegeben, ne? Ich hoffe, fast kein Geld mehr. Komm, gönnen sie ja sonst nichts. Die Bücher hier habe ich, glaube ich, alle schon gelesen, oder? Glaube ich, vielleicht. War ich hier schon mal? Habe ich ja schon mal gelesen? Ich glaube, ich war kein Erfahrungspunkt. Also ja, da war ich schon in Kapitel 2, ne? Denke ich, ja. Ich denke, ja. Hey, du. Willkommen. Was führt dich in unsere wohlgefüllte Bibliothek? Ich bin übrigens Jorge.
Vielleicht war ich hier doch noch nicht. Ich bin auf der Suche nach Wissen und guten Büchern. Sieh dich hier drinnen einfach um. Wenn du etwas nicht findest, wende dich einfach an mich. Erzähl mir etwas über die Bibliothek. Das Kloster war dank seiner Bibliothek lange nicht nur das religiöse, sondern auch das wissenschaftliche Zentrum Ashuns. Doch unsere Bibliothek wurde nach einem Brand vor 10 Jahren erst wieder neu aufgebaut. Damals konnten wir zum Glück die meisten Bücher retten. Der Brand hatte auch zur Folge, dass wir eine Schreibwerkstatt eingerichtet haben, um unsere Bücher zu sichern. Heute haben wir die alte Größe nahezu wieder erreicht. Wie kam es zum Brand? Das wissen wir bis heute nicht. Wir fanden später nur noch die Leiche eines unserer Mönche. Was ihn dazu gebracht hat, dort drinnen zu bleiben, wissen wir nicht. War es Brandstiftung? Darüber haben wir lange nachgedacht. Doch die einzige plausible Möglichkeit ist, dass Belliard Besitz von ihm ergriffen hatte. Welchen Grund er dafür gehabt haben soll, kann ich mir aber nicht ausmalen. Ich suche ein Buch. Dann wollen wir mal schauen. Welches ist es denn? Da war ich ja doch noch nicht. Ich gehe auf jeden Fall keinen Erfahrungspunkt, also. Aber mit ihm bin ich geredet. Hä? Hey, Moment, das mit dem Blutling habe ich schon gelesen, da bin ich mir sicher. Fuck. Ich bin verwirrt. Details, wir gehen einfach. Heute wird nicht gelesen. So. Wo bin ich denn hier? Hier war ich noch? Nee, war ich hier schon? Ich weiß nicht, ob ich hier schon mal war. Hätte ich mal aufgepasst, war ich hier schon mal? Scheinbar nicht, sonst wäre hier... Nee, das war vermutlich... Ach, das war glaube ich zu, ne? Sitzt hier jemand mit Namen vielleicht? Mönch ist kein Name. Beschäftigter Mönch ist immer noch kein Name. Mostar klingt nach einem Namen. Hast du gesehen, welchen Weg die Gruppe mit dem Buch genommen hat? Ja, sie haben absichtlich nicht den normalen Weg genommen und wählten jenen gleich links dem Fels entlang. Schau an. Von Interesse, wie es aussieht. Warte mal, wenn Cohen so langsam auch noch 500. Hey, Moment, das war weiter oben. Drachenwurzeln wollte der 3 Stück haben. Bevor ich hätte die einfach gefressen, wie ich es überlegt habe, weil die eine Stärke geben. Wäre jetzt echt dünn mit dem Quest geworden, so. Moment, hier geht's raus. Lass mich in Ruhe. Okay. Sehr gut. Ich finde erstmal eine Schatulle und dann. Geht die Performance erstmal sterben? Ja, solange ich nicht sterbe. Geht das ja alles noch so? Guck mal, Lernpunkte ausgegeben. Ich habe 86 von den Dingern. Puh. Kann ich auch glocken? Hey. Hey. Nee, ich habe doch hier eben die Möglichkeit gehabt zu glocken, oder?
Scheint niemand zu interessieren, dass ich hier Glocken an tue. Hey. Aber ich sollte mich auf jeden Fall jetzt langsam mal ins Bett legen und heilen, sonst wird das nix. Tun wir wieder runter. Nein, was habe ich? Ich habe die Cheats noch an. Habe ich die nicht wieder ausgemacht? Habe mich verdrückt und jetzt gerade gemerkt, ich habe Cheats noch an. Warum hatte ich die? Ach so, richtig, ich hatte die noch an, wegen, weil ich da in die Schlucht gegangen bin. Gut. Ich habe mich gewundert, warum wir hier noch einmal nach vorne geschoben. Weil ich K gedrückt habe statt L. Gut, ich wollte eh nochmal mit allen reden. Habe ich hier oben nochmal mit irgendwem geredet überhaupt? Da. Ging es raus. Die Wache wollte nicht mit mir reden. Hey du. Er hatte, glaube ich. Ja, ist okay. Ja, war da nicht. Handelst du nix? Ciao. Hey du. Meinst du auch beschäftigt, der Mönch? Weiß auch keiner so genau. Mit Margarita beten? Auf jeden Fall noch einen Tagebucheintrag bekommen, habe ich das nicht gemacht. Okay. Dann brauchen wir dann nicht beten. Weil wir können sie mal machen, kostet bestimmt nichts. Ich bete ja nur und spende nichts so. Jetzt funktioniert K auch nicht mehr. Ab ins Bett. Später Abend, war 21 Uhr, ne? Albträume verwehren die Erholung, ach. Albträume verwehren mir schnell auch mal wieder meine Leiste. Ist das jetzt neu? Etwas über Markus. Soll ich stets im Brot des Königs und des iranischen Volkes? Es lebt für mich selbst zu leben, nur für mich. Wenn ich zum Leben einfordere, geht schließlich leer aus. Ich will meinen Titel um jeden Preis zurückverlangen. Wenn wir noch nützlich sein werden, wird es in die Zukunft zeigen. Okay. Ich drehe scheinbar so ein bisschen am Rad. Perfekt. Sollte das vielleicht mal irgendjemandem sagen? Ja, nicht dir. Du bist unwichtig. Warum existierst du? So wirklich. Ich vermute mal nicht, dass hier irgendwas Neues ist. Nee, der beschäftigte Mönch ist immer noch beschäftigt. Gut. Weißt du, soll ich es mal ganz lesen, was da steht? Markus zwingt natürlich die Reaktion der Unwissenheit, um ihre Illusionen und Täuschung zu erkennen. Ich muss lernen, die Wahrheit erzwingen zu können und wurde schon zu oft betrogen, wenn alle eine Lüge akzeptieren, wird sie dann zur Wirklichkeit. Im Leben zumeist Ziele andere über mein eigenes gestellt. Vermitteln, beraten, handeln soll ich stets zum Wohl des Königs. Volks, okay. Das hatten wir schon. Ich gehe mal runter. Hoffe, dass ich nicht runterfalle und sterbe. Sind die jetzt noch hier? Karador, hallo Karador. Oder ist das einfach allen egal?
Hey, du. Schon allen sehr egal zu sein. Ja. Hab auch keinen Bock mit euch zu reden. War in Wirklichkeit gelogen. Die sind in der Bibliothek dann wieder hoch. Muss ich dann nicht nochmal runter, um neue... Einer konnte mir Runen beibringen, aber erstmal muss ich den dritten Kreis lernen. Ich muss erstmal lernen, noch einen Kreis zu ziehen. So, hier ist falsch. Die Frage aufwirft, wie heile ich mich jetzt? Ich meine,